Und damit einen wunderschönen guten Abend oder bei euch natürlich einen guten Nachmittag wahrscheinlich. Wir sind wieder hier zurück mit unserem kleinen Drachen. Können wir den eigentlich umbenennen oder sowas? Können wir den Namen geben? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal die Musik kurz ein bisschen leiser stellen auf meinem Headset. Ich hoffe, es ist nicht so zu laut. Wir haben wieder ein paar Dinge bekommen. Drachennesterweiterung. Juhu. Und das haben wir noch bekommen. Belohnung abholen. Bindet sich beim Aufnehmen allgemeines Item, sendet eure Gebete an Gott. Irgendwas ist es, keine Ahnung. Und wir nehmen mal gleich das Quest hier an. Oh, hallo. Diese wunderbare Kolonnade ist einer der vielen Beweise dafür, dass Chaco Imperium einst groß und wohlhabend war. Es heißt, diese riesigen Steinskulpturen zeigen die Chaco-Herrscher, die vor langer Zeit über das Reich regierten. Ich habe einen Weg gefunden, diesen Ort sicher zu passieren und gleichzeitig Einzeichen über die Geschichte des Chaco-Reichs zu ergründen. Seid ihr interessiert? Es gibt hier noch viele Alt-Chaco-Tafeln, auch wenn viele im Laufe der Zeit zerstört wurden, die Wolfsmeister und Banditensperren in der Nähe haben sie bei sich. Verwende dieses weiße Taugel, um die Fragmente zusammenzusetzen. Taugel. Da machen wir unsere Mission. Ach stimmt, wir haben ja noch die Mission, Schwarmgras zu sammeln. Und dann kommt das mal so ein riesengroßer Wurm raus. Warum auch nicht? Weicher Wurm. Da hat er sich abgesucht, oder was? Der Schlinge. So. Wollen wir gleich mal euch drauflegen? Draufhauen. So, auch die hat man damit erledigt. Oder das ist einer unserer Gegner. Was bist du? Du bist ein Wolfsmeister. Einer der alten Wolfsmeister. Das ist ein Wolf. Nicht beschnüffelt, während ich am Boden liege. Das ist unhöflich. Platz. Sag ich doch. Ich bin sehr praktisch, dass der uns alles aufsammelt, der Drache. Fährt mir wirklich gut. So. Ich bin ein bisschen ruhig, es ist sehr spät nachts. Ich wollte eigentlich auch ins Bett gehen. Aber ich dachte, ich mache lieber noch eine Aufnahme. Weil es ja in letzter Zeit wieder Probleme gab, mit, dass ich nicht genug Aufnahmen habe und so. Bei mir ist es ja nicht so, dass ich so die professionelle Let's Player oder Profi-Let's Player... Was ist denn? Achso, das haben wir die Kanal. Dass ich da irgendwie feste Aufnahmezeiten oder sowas habe, sondern ich nehme natürlich auf, wenn ich Zeit habe. Da bei mir sich die Arbeit ja täglich anders verschiebt. Also ich habe ja jeden Tag neue Arbeitszeiten. Ist ja nicht so, dass ich gleichbleibende hätte. Und somit kann ich natürlich auch nicht vorplanen, irgendwie, wie ich meine Aufnahmen mache. Stirb doch bitte. So. Den durchsuchen wir noch schnell. Puh, so. Ins Gesicht. Stirb doch bitte. So. Dann kommt mal mit hier alle. Hoffentlich kann ich so viele bewerkstelligen. Hopp. Hopp. Oh, sehr schön. Das sieht gut aus. Okay. Wuhu. Schau mal bitte. Wir sind also immer noch auf einem Level, wo wir gut mit drei Kombinationsschlägen alles platt machen können. Das gefällt mir. Ihr seid keiner Gilde beigetreten. Ich habe auch gar nichts mit Gilde vorgehabt. Na gut, dass ich mich vorher abgebrochen hat. Ich muss jetzt gegen zwei kämpfen. Boah, jetzt reicht's aber.
Klack, klack, klack und drauf. Also die Knochen ausschalten, damit er mich nicht umklatscht. Schau doch bitte. Ja, also geht doch. Aha, hast du gedacht so. So, hätten wir auch den geschafft. Und da ist noch einer. Klack. Uah, so. Die möchte auch noch. Warum nicht? Gib mal hier gerne. Uah, in your face. Sehr schön. Aber da ist es schon Wurmbakterienflüssigkeit, brauche ich noch zwei. Fresse halt, ich bin am Sammeln. So. Stirb, 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 stirb. Klack, klack, klack. Als der Wolfsmeister so viel Leben hat, ich hab mich schon gewundert. Die, auch, die looten ja auch richtig krass eigentlich. Ja, da geben die Viecher ja nicht so viele XP. Ich meine, wie viel XP haben wir jetzt erhalten für das Vieh? Was habt ihr noch? 44 XP für so eine Spinne mit dem Verdoppler 88. Wie viel brauchen wir momentan? Wir brauchen momentan so 50.000. Also müsstest du 1000 solche Spinnenblatt machen, damit du ein Level aufsteigst. Das ist schon krass. Obwohl, das geht eigentlich immer noch, 1000 solche Spinnen. Also ungefähr 1000 Mobsblatt machen. So schwer ist es eigentlich gar nicht, wenn man überlegt. Zumindest auf meinem Level. Natürlich die Quests nebenbei geben auch nochmal ordentlich Punkte. Muss halt echt alles, was man findet, blatt machen. Nicht zögern. Ich weiß zufällig, da ich ja schon Level 33 erkannt habe, dass man auf dem letzten, in den letzten 5 Leveln, würde ich sagen, nochmal locker nochmal 100.000 XP bekommt. Das sind so viele Kämpfe, das muss einfach so viel niederkloppen. Also, privat stand ich, glaube ich, 2 Stunden da und habe nur auf Monster eingekloppt, bis ich es geschafft habe. Ist einfach nur eine unendlich wachsende Anzahl von Monstern, die ohne Ende auch nicht mehr aufhört. Das ist so krass. Also, Gott, ist falsch. Ach, ihr seid endlich zurück. Ich dachte schon, es ist etwas geschehen und wollte jemanden schicken, um euch zu retten. Nun, es freut mich, dass es euch gut geht. Nun gebt schon her. Mir fehlt nur noch diese eine Zutat für meine Medizin. Keine Sorge, ich führe nichts Böses im Schilde. Das Schöne an der Alchemie ist, dass man die retten und töten kann. Im Moment kann ich es kaum erwarten, den Feind von seiner eigenen Medizin kosten zu lassen. Diese Formel hier, wenn ich noch die Wurmbakterienflüssigkeit hinzufüge, die ihr mir gebracht habt, kann ich ein Virus fertigen. Was glaubt ihr, wird geschehen, wenn ich es im feindlichen Lager verbreite? Hehe, seht mich nicht also an. Ich bin nicht so dumm, Menschen anzustecken. Soldaten könnten sich infizieren. Ich spreche von den Banditenknurrern. Hier. Bringt den Medizinprojektor zu ihnen. Freut ihn in der Nähe der Banditen. Was? Feuert ihn in der Nähe der Banditenknochen ab. Das Virus wird sie rasch schwächen. Was die Menschen um sie herum angeht, es könnte ein paar kleine Nebenwirkungen geben. Hehe. Aber auch das ist. Aber das ist auch Teil des Plans. Go with strength. Ich rede gerade ein bisschen seltsam. Also die weibliche Stimme habe ich mit Absicht gemacht, aber. Ich rede gerade ein bisschen falsch. Mit diesen Tränken können wir die Wölfe kontrollieren. Okay. Wenn es das schon war. Ja, das probieren. Okay, geht nicht. Was haben wir denn hier? Da. Katalpak Reingras.
nehmen wir natürlich mit. Wir sehen das wie eine Kräuterhexe. Boah, geil. Der Drache ist so süß. Boah, da haben wir uns einmal nicht erwischt. Scheiße. Bam. Na komm her. Stirbt jetzt ja nicht mehr oder was ist hier los hier? Ich frage mich, ob wir in unserem Level eventuell schon den Boss hier hinten platt machen können. Hier hinten steht ja ein Boss, hat man ja letztens schon mal gesehen. Oh. War das der da? Ah, der steht da drüben, okay. Und klack, 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 klack. Das ist schon super. Ja, ich von hinten nehmen, junge Dame. Ja, natürlich, gerne. Unwahrscheinlich gerne, immer gut. So. Ich wüsste nicht, dich auf einen Dreier eingeladen zu haben. So. Ich habe auch mitbekommen, dass es viele gefreut hat, dass ich mir dann doch mal mit ein bisschen Markten in Drachen gekauft habe. Es hat vielen Spaß gemacht. Ja, ich kann ja auch so meinen Stark verbringen hier. Das ist lustig. Die erwischen mich gar nicht. So, jetzt dann. Boah. Dann schlagen wir uns mal zu den Typen da hinten durch, den Fetten da, seht ihr den? Den wir klappen mal jetzt, ne? Auf da, wer auch immer das ist. Meuchelbandit. Baron Harthaus, hat das was zu bedeuten oder wie darf ich das verstehen? Ich bin gleich tot! Oh mein Gott, ich bin gleich tot! Fallen wir einfach so plupp ins Gesicht. Plupp! Der war ein bisschen stärker als ich erwartet hatte. Sollte ich vielleicht mich ein bisschen aufrüsten, bevor ich das unternehme? Aber ich bin hier gespawnt. Boah, der alte Fischer, da haben wir noch eine Quest übersehen. Das holen wir uns gleich mal. Wir müssen sowieso mal zum Drachengehege. Das ist eigentlich ziemlich gut, dass ich hier gespawnt bin. Sonst hätte ich es wahrscheinlich vergessen wieder. Zum Drachen. Dragons are my life. Dragons are your life. Alles klar. Drachennestlager. Alles okay. Alles okay. Alles okay. So. Rucksack ist voll. Was, der Rucksack ist voll? Haben wir doch, genau, wusste ich auch. So. Wings, Tail, I provide the best care.
Dann schicken wir uns gleich mal zum Training. Zum Suchen wieder los. Der sucht einfach mal 5 Stunden. Das da. Dann suchst du einfach mal 5 Stunden Erze. Und du suchst mal fünf Stunden lang Fleisch. Und die Drachenbahn nutze ich momentan noch nicht. So. Ich würde gerne verkaufen das. Achso, so war das. Dann würde ich gerne verkaufen. Das. Weil ich mal alles. Das nehme ich eh nicht. Den kann ich mir mal hier runter auf die abhacken.